ich hätte gerne eine Salbe. Jetzt nicht für mich, sondern für meinen Mann gegen Hämorrhoiden. Gegen was? Gegen Hämorrhoiden. Ah, klar. Tja, wenn es um Hämorrhoiden geht, könnte man meinen, es sei von Lord Voldemort die Rede. Kaum einer möchte über die kleinen, unangenehmen Problemchen im Po sprechen. Dabei ist Charme hier eigentlich völlig fehl am Platz. Und es ist Zeit, dass wir Klartext reden über Hämorrhoiden! Sollen wir uns noch andere Tabuthemen vornehmen? Wenn ihr Videowünsche habt, dann immer gerne in die Kommentare mit. Und wenn ihr den Kanal immer noch nicht abonniert habt, wird es jetzt höchste Zeit. Aber zurück zum Thema. Wenn man es genau nimmt, haben wir alle Hämorrhoiden. Und das ist auch gut so. Hämorrhoiden sind gut durchblutete Gefäßpolster, die sich am Ausgang des Enddarms im Innern des Afters befinden. Sie funktionieren wie eine Art Schwellkörper und dichten gemeinsam mit den Schließmuskeln den Darm ab. Sie helfen uns also dabei zu kontrollieren, wann wir unseren Darm entleeren und wann nicht. Sprich, die Hämorrhoiden an sich haben ganz zu Unrecht so einen schlechten Ruf. Der Begriff Hämorrhoiden kommt übrigens aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie Blutfluss. Daher stammt auch die merkwürdige Schreibweise, über die wohl fast jeder stolpert. Hättet ihr gewusst, wie man das Wort richtig buchstabiert? Hämorrhoiden haben also eine wichtige Aufgabe. Aber warum reagieren denn so viele Menschen mit Grauen, wann immer von Hämorrhoiden die Rede ist? Was ist das Problem? Tja, diese wichtigen kleinen Gefäßpolster können sich krankhaft vergrößern. Und zwar, wenn das Blut darin nicht mehr richtig abfließen kann und sich staut. ÄrztInnen sagen dazu dann Hämorrhoidalleiden. Und das kommt ziemlich häufig vor. Eben so häufig, dass sich der Begriff Hämorrhoiden bei Laien als Synonym für das Leiden durchgesetzt hat. Man vermutet, dass in den Industrienationen mehr als die Hälfte aller Menschen über 30 irgendwann im Leben so ein Hämorrhoidalleiden bekommt. Am häufigsten trifft es die Altersgruppe der 45- bis 65-Jährigen. Ob mehr Männer Probleme mit Hämorrhoiden bekommen als Frauen, darüber gibt es unterschiedliche Aussagen. Ich nehme an, dass die Zahlen schwer zu erfassen sind, weil sich viele Menschen bei diesem Thema eben schämen. Dabei gibt es gar keinen Grund. Und wenn man mal überlegt, wie viele Erwachsene betroffen sind. Also, sprechen wir offen drüber. Was machen vergrößerte Hämorrhoiden für Symptome? Viele spüren ein Jucken oder Brennen im Po. Sehr oft kommt es auch beim Stuhlgang zu Blutungen, die von ein paar Spuren auf dem Klopapier bis hin zu rosa gefärbtem Wasser in der Kloschüssel führen können. Meist aber keine Schmerzen verursachen. Anders ist das bei stark vergrößerten Hämorrhoiden. Die können richtig wehtun. Hämorrhoiden können außerdem nässen, einem das Gefühl geben, dass der Darm nicht richtig entleert ist oder auch dazu führen, dass der Darm nicht ganz dicht hält, wenn man mal pupst oder stark hustet. In der Medizin werden Hämorrhoidalleiden in vier verschiedene Schweregrade eingeteilt. Grad 1, die Gefäßpolster im Darm sind nur leicht vergrößert, man spürt meist nichts oder kaum etwas davon. Grad 2, die Hämorrhoiden treten beim Stuhlgang, wenn man presst, aus dem After aus, sie rutschen dann aber von selbst wieder zurück. Grad 3, die Hämorrhoiden müssen nach dem Stuhlgang mit dem Finger wieder in den Enddarm zurückgeschoben werden. Und Grad 4, die Hämorrhoiden sind außen am After sichtbar verwachsen und lassen sich gar nicht mehr zurückschieben. Was aber wirklich wichtig ist, solltet ihr Symptome wie Jucken, Nässen oder Schmerzen haben, dann lasst das frühzeitig ärztlich abklären. So könnt ihr nämlich auch verhindern, dass sich das Hämorrhoidalleiden verschlimmert. Und dann schlagen auch leichte Therapiemaßnahmen schneller an. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie kann ich verhindern, dass sich meine Hämorrhoiden überhaupt vergrößern, dann passt auf. Warum so viele Menschen vergrößerte Hämorrhoiden haben, ist gar nicht ganz geklärt. Es sieht aber so aus, als gäbe es unter anderem einen Zusammenhang mit unserer aufrechten Körperhaltung und dem dadurch entstehenden Druck im Beckenbereich. Ziemlich sicher ist, dass diese folgenden Faktoren die Entstehung von krankhaften Hämorrhoiden begünstigen können. Zu lange auf der Toilette sitzen und beim Stuhlgang zu fest pressen. Falsche Ernährungsgewohnheiten, die zu Verstopfung oder Durchfall führen, zum Beispiel, wenn ihr zu wenig trinkt oder auch zu sehr an Ballaststoffen spart, aber dazu komme ich gleich noch ausführlicher. Übergewicht, das Heben schwerer Lasten, Bewegungsmangel, der die Darmtätigkeit einschläfert und ja, auch Schwangerschaften können Hämorrhoiden begünstigen, weil das Baby im Bauch nach unten drückt und sich durch die Schwangerschaftshormone das Bindegewebe im ganzen Körper lockert.
Also immer schön ballaststoffreich essen. Empfohlen werden ca. 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag. Die stecken in Vollkornprodukten, also Müsli oder Brot zum Beispiel, in Obst und Gemüse, Kartoffeln, braunem Reis und Hülsenfrüchten. Aber ganz wichtig, ihr müsst auch ausreichend Wasser dazu trinken. Heißt mindestens 1,5 Liter pro Tag. Dann quellen die Ballaststoffe auf und sorgen dafür, dass alles gut flutscht. Aber wenn ihr nicht genug trinkt, dann können die Ballaststoffe Verstopfung verursachen. Und das ist ja das Letzte, was wir wollen. Wenn ihr den Flutschfaktor weiter erhöhen wollt, dann könnt ihr auch zu Flohsamenschalen oder Chiasamen greifen. Auch hier ganz wichtig, viel dazu trinken. Außerdem ist ausreichend Bewegung super wichtig. Sie sorgt dafür, dass auch unser Darm in Bewegung bleibt und kann so Verstopfungen vorbeugen. Und nicht zu lange auf dem Klo sitzen, auch wenn das für viele vielleicht ein Ort der Ruhe sein mag, und nicht zu fest pressen. Tatsächlich sollte ein Klogang in der Regel nicht länger als 3 Minuten dauern. Und auch wenn es das Natürlichste der Welt ist, viele wissen gar nicht, wie oft aufs Klo gehen, also für ein großes Geschäft, normal ist. Viele denken, es müsste täglich sein. Stimmt aber gar nicht. Alles von 3-mal täglich bis 3-mal in der Woche ist normal. Manche schwören übrigens auf Klohocker, bei denen die Sitzhaltung auf der Toilette dafür sorgt, dass sich der Darm leichter entleeren kann. Das könnt ihr einfach mal ausprobieren oder euch auch einfach so ein bisschen nach vorne lehnen. Und wenn es euch hilft, go for it. Der Rest ist und bleibt dann leider Glück. Die gute Nachricht, auch wenn man Probleme mit Hämorrhoiden hat, ist das kein Weltuntergang. Sie verschwinden zwar meist nicht von selbst wieder, aber man kann einiges gegen die Beschwerden tun. Bei Beschwerden oder Blutungen sollte man sich auf jeden Fall von einem Arzt oder einer Ärztin untersuchen lassen. Das geht in der Hausarztpraxis oder bei Fachärzten für Proktologie. Ich weiß, die Vorstellung so einer Untersuchung ist vielen unangenehm, aber denkt einfach dran, der Arzt oder die Ärztin hat sich diesen Beruf selbst ausgesucht, hat garantiert schon viel gesehen und geht ganz sachlich und immer vorsichtig an so eine Untersuchung ran. Je nach Stadium des Hämorrhoidalleidens gibt es dann verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Bei Jucken und Brennen bringen oft schon Salben oder andere Methoden wie Sitzbäder Linderung. Allerdings beheben die ja die Ursache nicht. Die Beschwerden kommen also meistens in Wellen wieder. Die Ursache bekämpft auch so ein Sitzkissen nicht. Aber wenn es zu doll wehtut oder man auch gerade eine OP hinter sich hat, dann hilft das auf jeden Fall gegen die Schmerzen. Bei stärkeren oder wiederkehrenden Beschwerden und besonders bei Blutungen kann man sich die Hämorrhoiden auch veröden oder entfernen lassen. Dazu gibt es viele verschiedene Verfahren, die man mit dem Arzt oder der Ärztin besprechen sollte. Zum Beispiel spezielle Gummibänder, mit denen die Hämorrhoiden abgebunden werden, oder im Ernstfall auch richtige Operationen. Ihr wisst ja schon, je früher man etwas gegen seine Hämorrhoiden unternimmt, desto besser. Also, vergrößerte Hämorrhoiden sind tatsächlich so etwas wie eine Volkskrankheit und betreffen irgendwann wahrscheinlich jeden zweiten von uns. Es gibt aber viele gute Behandlungsmöglichkeiten. Und nur weil Hämorrhoiden an einer vermeintlich peinlichen Stelle des Körpers auftreten, ist das absolut kein Grund, nicht über sie zu sprechen. Und zum Schluss muss ich noch eine Frage beantworten, die ich immer wieder höre. Hilft Hämorrhoidensalbe wirklich gegen geschwollene Augen? Oder ist das nur so ein Model-Mythos? Die Antwort lautet, Hämorrhoidensalben, die Cortison enthalten, können bei Augenringen abschwellend wirken. Zu empfehlen sind sie aber nicht, da die Inhaltsstoffe oft viel zu stark für die feine Gesichtshaut sind und die Haut reizen und austrocknen können. Und das will man ja auch nicht. Habt ihr sonst noch Fragen? Dann schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Nicht nur Hämorrhoiden sind ein Tabuthema, über das wir hier mal sprechen mussten, sondern auch Haare, die an allen möglichen Stellen am Körper sprießen können. Müsst ihr alle abrasieren? Das beantworte ich hier in meinem Video. Und ein mega interessanter Film, wie ich finde, kommt von ARD Wissen. Da geht es um den Geruchssinn und wie wahnsinnig wichtig der ist. Das Video findet ihr hier in der Mediathek. Bis zum nächsten Mal!